Hallo, herzlich willkommen bei Live Bio. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute wollten wir euch mal den Prana Orgonstrahler vorstellen. Wirklich ein schön, sehr, sehr massiver Ständer, sehr schwer. Hier haben wir übrigens noch eine Mineralienkristallmischung reingefüllt in den Ständer. Sehr, sehr gut für die Erdung. Hier unten ist nochmal ein Hologramm, ein Polarisationschip aufgebracht, der nach unten nochmal wegspiegelt, sehr, sehr gut. Hier oben haben wir auch nochmal Hologrammchips. Hier haben wir eine Polarisationsscheibe, 8 cm mit Loch. Und hier haben wir die Stellschraube, wo wir dann das Ganze hoch oder runter schrauben können vom Teleskop. Wir können das rumdrehen, können wir es wieder festschrauben. Hier können wir natürlich auch hoch oder runter, ja, das ist der Strahler. Und die meisten Orgonstrahler, die haben ja jetzt zum Beispiel Möglichkeit mit einem Kabel und so einer Tasse, wo ihr dann Globulis oder irgendwas reinlegt. Im Endeffekt ist das ja keine Stromverbindung, das ist ja nur eine geistige Verbindung. In Verbindung zum Gerät, damit diese Information, dieses Globuli, was ihr in diese Tasse legt, übertragen wird und dann abgestrahlt wird. Wir haben das richtig einfach gelöst. Und zwar bekommt ihr eine Karte mit dabei, wo ihr hier den Orgonstrahler draufstellt und hier dann die Probe reinlegt. Zum Beispiel irgendwie jetzt hier so ein Produkt, wo Zink drauf ist, Zinkfläche, und dann übertragt ihr das auf den Orgonstrahler und der Orgonstrahler strahlt das dann ab. Das heißt, ihr stellt den Orgonstrahler dann hier drauf und strahlt dann dementsprechend die Informationen, die ihr dann hier reingelegt habt, die Vorlage ab. Ihr könnt aber auch natürlich, weil der auch wieder angebunden ist, der Orgonstrahler, mit über hunderten von Lichtmatrix-Energieanbindungen, das sind so Energiefäden, muss man sich vorstellen, für verschiedene Themen. Der ist auch sehr, sehr gut geerdet. Hier haben wir dann den Orgonstrahler, die Spitze. Ist hinten auch nochmal ein Hologrammchip. Und man kann zum Beispiel sehr, sehr schön permanent und dauerhaft ein Foto bestrahlen, Gegenstände sich selber bestrahlen, wenn man das so hinstellt. Oder halt auch Wasser oder andere Gegenstände, die man mit diesem Orgonstrahler aufladen möchte. Das heißt, einfach hinstellen. So. Ihr könnt dann die Probe, wenn ihr Globulis oder irgendwas habt, reinlegen. So. Und dann strahlt der Orgonstrahler das ab, zum Beispiel in Wasser oder andere Globulis oder andere Dinge, die ihr da bestrahlen möchtet. Ne? Sehr, sehr gut, weil natürlich das auch schön ist mit der Folie. Ihr könnt hier bei der Probe auch große Dinge draufstellen. Ja, große Vitaminflaschen, große Dinge, die ihr als Probe nehmen wollt, die der Orgonstrahler dann irgendwo anders hinstrahlt. Na klar, hat er schon sehr, sehr viele Informationsanbindungen, die auch intelligent angebunden sind. Das heißt, die werden auch intelligent abgegeben. Da kann nicht zu viel passieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Fotos bestrahlt oder irgendwelche Gegenstände, Dinge, kann da nicht zu viel Energie übertragen werden. Ja, ist auch wirklich sehr, sehr schön, sehr hochwertig, dieser Prana Orgonstrahler. Und wie all unsere Produkte mit sehr, sehr viel Bewusstsein hergestellt. Und natürlich könnte ich jetzt auch nur so einen Stab nehmen. Ihr könnt den übrigens auch rausnehmen und könnt dann noch selber damit arbeiten, könnt den bei euch tragen. Das ist das Tolle. Also auch mobil im Einsatz, und dann steckt er ihn hier einfach wieder rein und dann macht er wieder seine Arbeit. Wirklich ein klasse Gerät. Da kann man wirklich ganz, ganz tolle Energiearbeit mitmachen. Viele kennen ja so einen Orgonstrahler. Das heißt, er nimmt die Energien ab und nimmt sie auf und gibt sie dann hier wieder dort ab mit diesem Strahl hier. Und das Schöne mit der Karte, könnt ihr natürlich den Orgonstrahler hier draufstellen. Hier irgendwelche Auflagen, Vorlagen. Das kann auch ein großer Bergkristall sein oder irgendwas, ja, den ihr hier drauf stellt, weil ihr diese Information vom Bergkristall übertragen wollt, zum Beispiel hier. Ne? So. Den kann ich natürlich nicht so gut in so eine kleine Tasse legen, die es sonst immer bei den Orgonstrahlern damit beigibt. Ist auch Quatsch mit dieser Tasse und diesem Kabel, weil das ist im Endeffekt eine geistige Verbindung zum Gerät. Das ist ja keine Stromspannung, die dann das zum Gerät bringt über diese Tasse und dieses Kabel.
Ja, im Endeffekt ist es nur eine geistige Verbindung zum Gerät. Und das haben wir hier halt mit der Folie auch geschafft. Die ist laminiert, das wird übertragen und könnt ihr wirklich gut nutzen. Könnt natürlich auch mit dem Gerät nur arbeiten, indem ihr das irgendwie hinstellt. Ihr könnt das in den Raum strahlen lassen, ja? Also man kann ganz, ganz tolle Dinge noch machen mit dem Orgonstrahler, mit dem Prana-Orgonstrahler. Kann ich euch wirklich, wirklich sehr empfehlen. Absolut fantastisch, das neue Gerät. Ja, wir haben auch ein paar andere neue Geräte. Frequenzcubes, diese Kasten. Da habe ich gerade keinen aktuellen da. Die gibt es in verschiedenen Größen. Das Schöne ist, diese Frequenzcube-Kästen, die könnt ihr auch irgendwo hinstellen, sind sehr unauffällig. Die kann man dann irgendwo in die Ecken, die kann man auch, weil die ja teilweise auch sehr klein sind, schön mitnehmen für unterwegs. Kann man natürlich mit dem Strahler auch, ja. Ich habe den hier immer am Bürotisch stehen und lasse mich beschallen von der Energie. Man spürt das auch richtig, wenn man die Hand davor macht, wie dieser Strahl da dementsprechend abgeht. Das ganze Gerät, bei uns ist es so, dass unsere Produkte immer Geist-Energiefelder bekommen. Umherum hat auch ein sehr, sehr starkes Energiefeld. Allein wenn er nur in eurer Nähe steht, ist das sehr kraftvoll. Hier sind auch Lichtwesen, die den Strahler begleiten und euch dann führen und unterstützen bei eurer Lichtarbeit. Also, da könnt ihr wirklich ganz, ganz tolle Ergebnisse mit erzielen. Ja, unser neuer Prana-Orgonstrahler. Dankeschön fürs Zuhören. Alles Liebe.